Aha. Ja, zufälligerweise steht da ein Schrank, wo wir das reinlegen. Zufällig. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen Ja. wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrege. Ich liebe es, Gott zu spielen. Ich liebe es, Gott zu spielen. So. Oh ja. Ah ja, wir können doch da drehen. So. Mano. Wieso kann ich jetzt nur noch das bewegen? Was soll la Scheiße, ey. La Scheiße. Okay. Oh man, come on. Natürlich dreht das Ding dann durch. Ah, Wahnsinn. Ey, man, das ist so behindert, echt, ey. Jawollo, da haben wir's. Genau das habe ich ja gewollt. Und zwar dieses kleine Ding da. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich habe mich daran orientiert, wir haben hier 3, 1 und 2. Und ich wollte die kleinste, die für dieses 1 ist, da in diesem großen Loch haben. Ich habe so das Gefühl, das könnte jetzt richtig hilfreich werden. So, probieren wir es mal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Jawollo. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Was sag ich nur? Was sag ich nur? Ja, also vielleicht nach. Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Jawollo. Bum, 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 bum. Frankierung wird Ja. gescannt. Fehler, Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ja, das gefällt ihm, gell?
Knicke die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ja. Yeah. Aha, die wird gestartet. Yes! Sowas habe ich erwartet. Nur sowas. Da unser kleiner Freund Knicke die Knick mag. Knick, he, he. Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Ja, dann lass ihn mal alleine, Rufus Lein. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung ausgesprungen. Abzusehen. So. Muss ich mir was überlegen? Okay. Oh mein Gott, der spinnt doch wohl jetzt. Aber jetzt können wir uns dem da nähern. Oh mein Gott, oh mein Gott! Katzis in the house! Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig sein. Ja. So. 1, 3, 2, 3. Probieren wir es mal. 1, 3, 2. Das war wohl falsch. Die muss man irgendwo davor halten, die Dinger. Vor die Katzen vielleicht. Oh, die sieht ja traurig aus. Die sieht voll hyperaktiv aus. Aha. Aha. Okay. Probieren wir es mal so. Ah, okay. 3, 6, 4, 9. Das müsste es sein. Rufus in the house. Kazam! Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. So, machen wir mal hier das. Zacki, Lucky. Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Im Ernst? Ah, Mikro haben wir doch, oder? Ah, da ja. Haben wir echt. Okay. Nur noch der Hörer. Ja. Also ihr habt vorhin vielleicht diesen kleinen Hinweis vom Roboter gehört. Es gibt 3 interne Leitungen. Und eine ist hier, glaube ich, schon mal. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Habt ihr den Hinweis gehört? Habt ihr den Hinweis? Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals gekriegt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. So. Vielleicht
Ah ne, Lotti hat auch eine, das heißt, das da müsste auch was sein. Wie der rumschreit. Nächster, bitte. Oh mein Gott. Bitte. Nächster, bitte. Nächster, bitte. Nächster, bitte. Jedes Amt vielleicht soll... Oh mein Gott, das kann ich mir nicht mehr anhören. Aber saugeil einfach. Haben wir schon mal zwei Leitungen von drei. Jetzt frage ich mich, wie machen wir das da mit der Notrufsäule? Schauen wir mal in der Notfallstation. Beziehungsweise quatschen wir mal mit Hanek oder so. Ich habe Hunger. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Gefährliche Gase. Und was ist im Ballon mit Lachgas? Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja. Die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Mama, ist halt so. Hey, du, aufwachen. Geht doch, Schnarchschnabel. Okay, okay, man, das ist schon mal richtig geil. Nur, was mache ich jetzt? Ich probiere es einfach mal so. Und zwar hänge ich ihn da runter. Vielleicht funktioniert das ja mit ein paar Papageien einfach so jetzt. Ich weiß aber nicht ganz, ob das hinhauen könnte. Bin ich gespannt. Ich hoffe es einfach mal, weil dann wären wir schneller hier fertig. Inspektor Sigmund zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Würmer? Potsdonner. Wo sind Sie denn? Werden Sie gefangen gehalten? Oh, ich habe einen Lippenstift gefunden. Wer wird denn sowas sein? Oh. Was? Tut mir leid. Ich habe für so einen Unfug keine Zeit. Da draußen läuft ein Irrer rum, der mehrere Brände und Explosionen verursacht hat. Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Okay. Irgendwie ja nicht so. Sonst vielleicht Rufus selber? Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse telefonieren. Tonis Haus. Er hat doch gerade gesagt, Toni. Probieren wir es mal mit der Toni. Haben wir hier irgendwas? Toni, Haken, Kram, Mühle, Kurbel, Fenster. Stange. Papagei? Stange. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nicht kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni.
Ich dachte nur, du könntest einen Zuhälter, Zuhörer. Zuhälter? Haben, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Der ist die Pony! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Oh Gott, wie geil ist das denn? Quatschen die da drin weiter? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo Rufus, danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Boah, nee, das lassen wir uns nicht gefallen. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Oh, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Alles Lügen.